Hallo, SED, Tipp. Eine Reihe von Programmen helfen, die ersten Experimente mit regulären Ausdrücken zu erleichtern. PCIe-Test, enthalten in der PCIe-Library, ist eines davon, oder? CAREC-X, P-Editor mit grafischer Benutzeroberfläche für KDE. Aber es geht auch einfach mit SED. Wenn man interaktiv mit SED arbeitet, also wenn Ein- und Ausgabe mit Tastatur und Bildschirm erfolgen, dann sieht man sowohl Eingabe als auch Ausgabe auf dem Bildschirm. Das bedeutet, dass Zeilen, die nicht auf den regulären Ausdruck passen, einmal am Bildschirm auftauchen als Eingabe. Zeilen, die hingegen auf den regulären Ausdruck passen, erscheinen zweimal. Einmal als Eingabe, einmal als Ausgabe. Das folgende Beispiel schreibt alle Zeilen mit mindestens einer Ziffer auf dem Bildschirm. SED Leerzeichen minus N E in Anführungszeichen Schrägstrich und jetzt kommt der reguläre Ausdruck in eckigen Klammern 0 minus 9 Schrägstrich P. Und jetzt kann man eingeben, zum Beispiel 1. Also ist die Ausgabe auch 1 oder 2. Das gehört ebenfalls dazu. M je wiederum nicht. M passt nicht in den regulären Ausdruck in eckigen Klammern 0 minus 9. Und dieses Beispiel schreibt alle Zeilen, die den String Hallo enthalten, auf dem Bildschirm. SED Leerzeichen minus NE Leerzeichen in Anführungszeichen Schrägstrich Hallo Schrägstrich P. Und jetzt kann man eine Eingabe machen, zum Beispiel Word. Also gibt es keine Ausgabe, weil es nicht auf den regulären Ausdruck passt. Aber wiederum, hallo, da gibt es eine Ausgabe. Ciao und viel Glück.